In diesem Video möchte ich euch die Lunatec Schrank-LED-Leiste vorstellen. Ich wollte einfach für meinen neuen gebauten Flaschenschrank oder Spirituosenschrank eine Beleuchtung haben, ohne dass ich jetzt den Schrank verkabeln muss oder einen Sensor einbauen muss an der Tür und irgendwie mit Kabeln und Kontakten arbeiten muss. Da habe ich geschaut und bin im Internet sehr schnell fündig geworden, habe diese LED-Leiste von Lunatec gefunden. Ist es wirklich ein Fernost-Produkt, kostet um die 10 Euro und wo ich sage, ja, ich habe was Funktionsfähiges erwartet. Jetzt total kein Schrott, aber auch kein Qualitätsprodukt. Ich möchte gleich näher darauf eingehen, wo sich hier dieses mittelmäßig ausgewogene Produkt einfach beweisen kann. Man hat einmal die Leiste, auf der linken Seite hier die LEDs, 9 Stück in warmweiß. Auf der rechten Seite die Seite, da ist dieses kleine Nippel, das ist der Bewegungsmelder und ein Schalter, mit dem man den Bewegungsmelder ein- und ausschalten kann. Wichtig ist, mit dem Schalter kann man nicht die Lampe ein- und ausschalten. Also man kann wirklich nur Bewegungsmelder ein- und ausschalten. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Nacht irgendwie den wohin macht, wo man dann plötzlich nicht immer will, dass der angeht, dann kann man sozusagen diesen Schalter umlegen. Ansonsten, das ganze Teil lässt sich um 360 Grad hier drehen. Also es ist eingespannt in mit einer Metallhalterung und man kann das komplett hier in der Mitte um 360 Grad drehen. Das ist auch praktisch für den Batteriewechsel. In diese Lampe kommen 3 AA Batterien hinein. Dürfte auch eine Menge oder eine lange Zeit halten, weil LEDs sind ja sehr sparsam. Halterungstechnisch ist es ein bisschen umständlich. Ich habe jetzt mit doppelseitigem Klebeband gearbeitet. In diesem Schrank hält es noch. In meinem unteren Schrank, da hält es nicht mehr so richtig. Also das ist schon ein bisschen schwieriger, je nachdem, was man für eine Oberfläche hat und welches Klebeband man hat. Der Hersteller arbeitet mit kleinen Löchern, wo man ja eine Schraube durchstecken kann, beziehungsweise das Ding drüber schieben kann. Das finde ich ein bisschen echt schwierig. Also das ist das, was ich meine mit Fernost-Produkt, wo ich sage, das ist noch nicht so ganz ausgereift. Also es ist jetzt nicht ohne weiteres möglich, das Ding schnell anzubringen. Ich hätte es schön gefunden, wenn der Hersteller einfach doppelseitiges Klebeband, was wirklich gut ist, beilegt. Das finde ich dann gut. Ansonsten wollte ich jetzt mal versuchen, diese Lampe anzumachen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und das ist vielleicht auch ein kleiner Punkt, wo ich sage, man kann leider den Bewegungsmelder schlecht irgendwie antunen oder ähnliches. Also man sieht, das Licht ist schon was echt Schönes. Das ist jetzt hier im unteren Schrank das Licht. Macht ausreichend Helligkeit, strahlt auch weiter in alle Richtungen. Also wirklich, da ist das ganze Schrankteil hell und mein Schrank ist 1,20 Meter breit und da ist es echt praktisch und man braucht da bloß eine Leuchte. Das vielleicht noch als Hinweis, es würde auch keinen Sinn machen, 2 Leuchten in einen Schrank zu machen. Denn sobald die eine Leuchte leuchtet, geht die andere garantiert nicht an. Weil es ist dann zu hell im Schrank und der Bewegungsmelder reagiert nicht mehr. Ansonsten würde ich als Fazit Folgendes sagen. Dieses Produkt hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es macht das, was es soll. Verbesserungen würde ich mir bei der Halterung wünschen. Und dass ich noch den Bewegungsmelder von der Sensibilität auf die Helligkeit nachjustieren kann. Das geht nicht. Da ist mir die Option zwischen Ein- und Ausschalten, Bewegungsmelder einfach zu wenig. Ansonsten